Wenn euch ein Treiber fehlt und ihr aber nicht wisst, welchen ihr installieren müsst, dann zeige ich euch mal einen einfachen Trick. Das ist das Gerät, wo der Treiber fehlt. Da gehen wir mit der rechten Maustaste drauf, dann auf Eigenschaften. Dann gehen wir auf Details, klicken hier drauf und wählen die Hardware-ID. Kopieren wir jetzt. Und dann suchen wir diesen Treiber über Google mit der Hardware-ID. Ja, rechte Maustaste einfügen. Steht schon, sind nicht die ersten, die das suchen. Jetzt könnte man das über Driver Identifier runterladen. Machen wir auch einfach mal. Hier sind die Treiber. Wir haben ein Acer. Wird uns hier aber nicht angezeigt, nur HP und Asus. Acer ist nicht dabei. Scheint auf jeden Fall hier der Card Reader zu sein. Wir laden jetzt einfach trotzdem mal für ein Asus runter. Das sollte eigentlich trotzdem funktionieren. Hier, Download from Asus. Hier müssen wir klicken und dann haben wir auch den Treiber. Da ist er. Müssen wir erstmal entpacken. Alle extrahieren. Ich schmeiß das jetzt einfach mal auf den Desktop. Und jetzt suchen wir den Treiber hier rüber. So, da klicken wir jetzt hier auf Durchsuchen. Ich habe es auf den Desktop geschmissen. Dann hoffen wir, dass er den Treiber da findet. Treiber werden installiert. Und schon haben wir den richtigen Treiber installiert. Da ist er.